Bei jedem Einkauf im Asti Store erhältst du 5% Rabatt. Zeig uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Gewinne außerdem 2 VIP-Tickets für das letzte Heimspiel gegen Sonnenhof Groß Asbach. Zum Ende hin können wir echt froh sein mit dem Punkt, weil wir da nochmal ziemlich dumme Ballverluste hatten, weil wir es zu extrem hinten rausspielen wollen. Und da kommen die halt zu Chancen, die sie zum Glück nicht nutzen. Deswegen können wir zum Ende hin wirklich froh sein, dass wir ein 1-1 mitnehmen. Aber wenn man den kompletten Spielverlauf sieht, glaube ich, haben wir einfach 3 Punkte verschenkt. Also wir kommen halt dumm aus der Halbzeit raus, kassieren direkt das Tor, aber haben im Anschluss einfach 3 dicke Chancen, wo wir nur ein Tor rausziehen. Deswegen glaube ich, ja, 3 Punkte verschenkt, zum Ende hin sogar Glück gehabt. Ich denke, wir haben viel fürs Spiel gemacht. In den ersten 25 Minuten sehr gut den Ball laufen lassen, sind die Mainzer nicht ins Spiel gekommen. Dann hatten wir auch einige Chancen. Da hat uns aber der letzte Biss, der letzte Wille gefehlt, der letzte Pass, dass wir dann unbedingt ein Tor machen wollen. Und haben dann einfache Fehler gemacht, so haben wir die Mainzer wieder ins Spiel kommen lassen. Die Jungs können auch kicken, da braucht man nicht reden. Da müssen wir einfach konsequenter sein und dürfen uns nicht so aus dem Spiel rausnehmen durch einfache Fehler. Und dann zum Schluss raus, denke ich mal, haben wir nochmal sehr, sehr dicke Chancen gehabt. Da können wir das Spiel letzten Endes dann vollkommen umlegen und da noch 1-2 Kisten drauflegen, dass das ganz klar ist. Aber naja, haben wir nicht gemacht. 1-1 ist unterm Strich okay, wobei mehr drin gewesen wäre. Ja, Mainz hat taktisch klug gespielt hinten, gut die Räume zugemacht. Uns hat einfach am Anfang einfach der letzte Wille nochmal gefehlt, wie der Trainer auch in der Halbzeit gesagt hat, nochmal wirklich die Entschlossenheit in den 16er zu gehen und irgendwas zu probieren gegen die junge Truppe. Das hat uns einfach gefehlt. In der zweiten Halbzeit waren wir dann nach dem Gegentor schon mutiger, hatten dadurch auch diese Chancen vorm Tor und die hätten wir einfach nutzen müssen. Ja, der Gegner hat sich sehr gut auf uns eingestellt. Die haben uns teilweise von hinten gar nicht rausspielen lassen. Durch die Mitte ging gar nichts, ging entweder auf die Außen und dann oder entweder mit dem Chipball auf den Stürmer. Das haben die echt gut gemacht. Wir haben unser Bestes versucht, leider hat es nicht so gut funktioniert. Deswegen denke ich mal, können wir zufrieden sein. Im Großen und Ganzen denke ich, können wir mit dem Punkt gut leben. Klar können wir ein bisschen kaltschnäuziger sein im Abschluss. Ich denke, das weiß der Ayas auch, dass er den wahrscheinlich im Normalfall auch blind reinschiebt. Da haben wir ein bisschen Pech gehabt. Andererseits auch wieder ein Glück, dass der Text hinten auf der Linie klärt. Mainz ist eine spielstarke Truppe, die uns alles abverlangt hat. Und von daher kann man auch mal auswärts mit dem Punkt leben. Ganz anderes Spiel, da ist wieder volle Hütte, da freut sich schon jeder. Da wird wieder eine gigantische Stimmung sein, aber nichtsdestotrotz, die Fans haben uns heute auch sehr gut unterstützt. Ich muss sagen, was die immer auf die Beine stellen, weil Mainz ist ja auch nicht der nächste Weg. Also finde ich einfach super, dass die Jungs uns überall hinterherreisen und unterstützen, auch wenn es jetzt heute ein mageres 1-1 gegeben hat, aber trotzdem vielen Dank an die Jungs. Ja, es ist ein Derby, es wird ein hitziges Duell, ähnlich wie gegen Erfurt, Flutlichtspiel, sehr brisant, das wissen wir, darauf stellen wir uns ein. Wird ein anderes Spiel als heute, ich denke, die Mainzer sind schon leicht von der Qualität der Spielstärker, sage ich mal. Halle spielt einen etwas anderen Fußball, da ist es sich darauf einzustellen und da ist es ganz klare Zielsetzung, wieder 3 Punkte zu erzielen zu Hause.